Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen zum Dreisat-Festival hier im Zelt. Also es ist ja fantastisch. Also ich kriege fast wieder Lust aufs Kabarett. Ja, es ist wirklich ein bisschen viel momentan als Kabarettist. Allein die SPD würde mir reichen. Ja, letztes Wochenende. The Becks Experience. Sail away. Ja, also. Ja. Hat der tatsächlich die Segel gestrichen? Und jetzt ist Aufbruchstimmung in der SPD. Ja, das ist wieder typisch. Ja, die SPD sucht ihren Obama und sie findet Steinmeier. Ja, der Mann ist das komplette Gegenteil. Der hat sogar weiße Haare. Ja, die SPD hat ja sogar Hubertus Heil zum Parteikonvent der Demokraten in die USA geschickt, damit er sich da mal ein bisschen was abschaut. Das kann man dann natürlich jetzt nicht eins zu eins auf die deutschen Verhältnisse übertragen. Ja, der Unterschied zwischen der SPD und den Demokraten ist, die Demokraten haben eine reelle Chance. Ja, bei diesem Parteikonvent da in dem Stadion in Denver, da waren ja 80.000 Leute. So viel Wähler hat die SPD gar nicht mehr. Ja, stell mir das dann so vor, dann kommt dann Franz Müntefering auf die Bühne. Yes, we can and we will. Glück auf! Ja, das ist der Linksruck, der der SPD so übel mitspielt. Haben wir ja jetzt, den Linksruck. Ja, seit 20 Jahren hören wir, dass es rechts und links nicht mehr gibt. Jetzt haben wir einen Linksruck. Das heißt, wir rücken ins Nichts. Und das Nichts nützt nur den Nichtsnutzen. So erklärt sich Oskar Lafontaine. Ja, das hat ja angefangen. Das mit dem Linksruck, das hat ja angefangen in Hessen mit Andrea Ypsilanti. Da wollte die sich mit geborgten Stimmen zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Dann ist rausgekommen, es wird nichts draus. Die SPD will sie nicht tolerieren. Ja, und jetzt versucht sie es nochmal. Und jetzt ist Beck weg. Das kommt einem doch auch irgendwie bekannt vor, oder? Ein SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der sich in der Hauptstadt nicht zurechtfindet, aber trotzdem Kanzler werden sollte, der dann weggeputscht wird und von dem am Ende nur Oskar Lafontaine profitiert. Also wenn ihm die SPD jetzt noch einen Swimmingpool und eine liebestolle Gräfin zur Verfügung stellt, dann ist er in 10 Jahren Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Rudolf Scharping ist ja damals über Frau Pilati gestolpert. Edmund Stoiber über Frau Pauli. Jetzt Beck über Ypsilanti. Ist auffällig, oder? Das ist dieses I am Schluss. Das signalisiert Gefahr. Also wenn ich Lafontaine wäre, ich würde Gysi sehr im Auge behalten. Gut, der hat eigene Probleme, Gregor Gysi. Jetzt gab es ja kürzlich sogar eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu Gregor Gysis nachrichtendienstlicher Vergangenheit. Es ging um die Frage, hat Gysi für die Telekom gearbeitet? Ja, diese Verstrickungen, die kommen ja jetzt alle langsam ans Tageslicht. Durch den Mauerfall sind damals auf einen Schlag 11 Millionen Stasi-Mitarbeiter arbeitslos geworden. Und die mussten ja irgendwo unterkommen. 6 Millionen hat Lidl übernommen. Der Rest arbeitet bei der Telekom. Ja, und die Telekom hatte es ja natürlich auch besonders einfach mit der Anwerbung von ehemaligen DDR-Bürgern. Ja, wenn du 40 Jahre lang kein Telefon hattest, dann tust du alles für den Anschluss. Auch wenn er dann nicht funktioniert. Ja, aber es ist überall Chaos in der Politik. Jetzt kurz vor der SPD, da gab es diesen Eklat beim Ministertreffen der Gesundheitsminister. Ja, es ging ums Rauchverbot und die CDU-Minister sind einfach nicht aufgetaucht. Ja, die war noch in der Reichstagstoilette beim Quarzen. Und es ist aber dann trotzdem zu einem Ergebnis gekommen. Es soll jetzt kein bundesweit einheitliches Rauchverbot geben. In manchen Kneipen wird es erlaubt bleiben. Geht jetzt natürlich die Diskussion wieder los. Ja, was ist überhaupt eine Kneipe?
Also ich persönlich würde sagen, ein Laden, in dem an mindestens einem Tisch immer die gleichen Alkoholiker mit immer den gleichen Worten, immer die gleichen Gespräche führen. Und zwar so lange, bis keiner von ihnen mehr andere Sozialkontakte hat. Gut, da werden jetzt einige von Ihnen denken, Tretter, nette Definition, aber was unterscheidet das von einem Lehrerzimmer? Sind wir gleich wieder so weit, oder? Pädagogen-Bashing. Die einzige Existenzberechtigung von Kabarett. Ich sage Ihnen, es sitzen immer ein paar Leute im Publikum, die warten richtig drauf. Wann kommt's? Wann haut er drauf auf die Lehrer? Und wenn man dann so eine Pointe rauslässt, da sind die glücklich. Das erzählen die noch wochenlang in ihrer Freistunde. Es ist unglaublich. Aber ich sehe schon, Sie sind gut drauf, oder? Freut mich auch, dass so viele gekommen sind. Also, und ich sehe ja sogar Männer im Publikum. Hat sich die Gattin bei der Abendgestaltung wieder durchgesetzt? Ja, Sie kennen ja diese typischen Gespräche. Du gehst jetzt mit. Immer daheim sitzen. Ich will auch mal was machen, mal raus. Och, Gertraud. Wir waren doch erst letztes Jahr beim Urban Briol. Und die sitzen dann hier. Und ich muss mir das anschauen. Also, wenn Sie im Publikum Männer sehen, die so da sitzen. Ja, jetzt nicht die Arme runternehmen da, ja? Merkelsche Mundwinkel, Goebbelscher Blick. Dann wissen Sie, da wurde mit Koitusentzug gedroht. Ja, aber es wird wieder besser, also mit dem Ausgehverhalten. Na, jetzt kommt der Herbst. Das ist wieder die Zeit fürs Kabarett. Wobei, das ist ja ein bisschen anders als früher mit dem Ausgehverhalten. Früher, das ist mir diesen Winter das erste Mal aufgefallen. Früher, da ist man ja, da sind sie erstmal wieder alle hingerannt, ja, zum Weihnachtsmarkt, um sich den Advent schön zu saufen. Aber früher, da ist man ja im Winter auf den Weihnachtsmarkt, um dort in der Kälte zu stehen und heißen Alkohol zu trinken. Im Sommer ist man in den Biergarten, um in der Hitze zu sitzen und kalten Alkohol zu trinken. Und dann hat der Deutsche den Heizpilz entdeckt. Jetzt sitzt man im Winter vor der Kneipe und weiß nicht mehr, was man trinken soll. Oben senkt's einem das Deckhaar weg und die Füße fühlen sich an wie Reinhold Messners Gefrierstummel am Nanga Parbat. Und habe jetzt in meinem Gastromagazin gelesen, mit diesen Heizpilzen soll dieses Zitat einmalige authentische Lounge-Gefühl vermittelt werden. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch selber machen. Also wenn Sie bei sich zu Hause ein einmaliges authentisches Lounge-Gefühl haben wollen, einfach die neueste Café Del Mar CD einlegen, alle Heizungen voll aufdrehen, alle Fenster aufreißen und alle Arschlöcher einladen, die Sie kennen. Authentischer geht's nicht. Damit wird tatsächlich Werbung gemacht. Was habe ich neulich gesehen? So ein Schild vor so einem Laden. Genießen Sie unser Outdoor-Clubbing unter unserem Peugeot-Heater. Peugeot-Heater. Ich habe mir ja schon gedacht, dass die Dinger aus den USA kommen. Eine Wärmequelle oben anzubringen, darauf kann nur jemand kommen, der eine Highschool besucht hat. Ja. Jedes lärmbehinderte Haustier weiß, dass Wärme nach oben steigt. Und man könnte auch seine Steaks auf den Boden legen und den Grill drüber stülpen. Gut, in Berlin, das soll das jetzt Konsequenzen haben. In Berlin sollen die Brutzelpilze jetzt verboten werden. Ja, Klaus Wowereit hat dafür kein Verständnis. Eine Modeerscheinung, die warm und überflüssig in Szenekneipen rumsteht, das macht ihm ja nur Konkurrenz. Gut, die Heizpilzhersteller auf der anderen Seite, die sind natürlich stinksauer und die haben ein hochinteressantes Argument. Die sagen, ein Verbot für die Gastronomie sei hanebüchen, denn die meisten Heizpilze stünden nicht vor Cafés und Restaurants,
sondern in Privathaushalten. Muss ich schon mal fragen, haben Sie einen Heizpilz zu Hause? Ich auch nicht. Das heißt, wenn die Statistik stimmt, dann muss einer die ganze Bude damit voll haben. Gut, wenn man sich die Gesichtshaut von Dieter Bohlen so anschaut. Ja, wenn das Solarium nicht mehr wirkt, wird die Epidermis eben mit dem Gasbrenner braun geschmorgelt. Aber die Vorstellung hat schon was. Oder? Der Deutsche sitzt zu Hause unterm Heizpilz. Einer im Wohnzimmer, einer im Schlafzimmer, zwei im Bad. Ich habe es mal ausgerechnet, vom CO2-Ausstoß her wären das ungefähr 6 Mittelklassewagen mit laufendem Motor. Früher hat man sich für sowas in die Garage gelegt. Jetzt Peugeot-Heater. Peugeot-Heater heißt übersetzt übrigens Klimawandler. Ja, wenn wir die Dinger nur lange genug rausstellen, dann kriegen wir weltweit ein authentisches Lounge-Gefühl. Zuletzt gab es in New Orleans Outdoor-Clubbing. Ich bin ja da selber sehr betroffen vom Klimawandel als Kabarettist. Musste zum Beispiel dieses Jahr während dieses Orkans Emma spielen. Ich sag Ihnen, ich war bei einer Bühne, da ist mir erst mal klar geworden, was das Wort sturmfreie Bude eigentlich bedeutet. Ja, und das war ja schon zum zweiten Mal. Bei Kyrill letztes Jahr, da musste ich auch spielen und da war es richtig gefährlich. Das war in Berlin. Berlin war ja ganz besonders betroffen von dem Orkan. Der Hauptbahnhof. Ja, wenn man da einmal in die falsche Richtung hustet, hat man gleich einen Stahlträger auf den Fontanellen. Ein 4,5-Tonnen-Teil ist da von der Fassade gepurzelt. Und ich muss sagen, es hat mich nicht gewundert. Als ich zum ersten Mal dort war, habe ich mir damals schon gedacht, dieser Bahnhof erschlägt einen. Die Bahn hat sich dann entschuldigt, es täte ihnen leid, sie könnten nichts dafür. Diese Stahlträger lägen nur auf Rillen auf. Auf Rillen. Das Ding hat 1,2 Milliarden Euro gekostet und da sind nicht mal Schrauben mit dabei? Wo haben Sie den Bahnhof her? Von IKEA? Modell Mädern. Staunst du noch oder stirbst du schon? Aber sogar die Überdachungen für die Bahnsteige am Hauptbahnhof in Berlin sind ja zu kurz geraten. Züge, die dort ankommen, die sind nur zur einen Hälfte unter Dach. Die andere Hälfte steht bei schlechtem Wetter im Regen. Und zwar nur die Wagen der ersten Klasse. Also wenn da im Bauressort der Bahn nicht irgendwo ein alter Sozi sitzt, der heimlich in den Plänen rumkritzelt, ihr Heuschrecken, euch mach ich nass. Gut, für die Bahn war es natürlich ein schwerer Schlag. Ja, dieser Hauptbahnhof, das sollte eine Investition in die Zukunft sein. Die Deutsche Bahn stellt sich momentan auf ein ganz neues Kundensegment ein. Durch die Agenda 2010 verlegen bekanntlich immer mehr Deutsche ihren Lebensmittelpunkt an den Bahnhof. Ja. Und darauf muss so ein Konzern natürlich reagieren. Nicht mehr Unternehmen Zukunft, sondern zunehmend Unterkunft. Ja, ich bin ja permanent mit der Bahn unterwegs, aber ich sage Ihnen, es ist wirklich, Kabarettist ist momentan, es ist ein Scheißjob. Wirklich, auch mit der Politikverdrossenheit. Jetzt ist kürzlich eine Umfrage erschienen von Infratest. 51% der Deutschen sind mit der Demokratie als Staatsform unzufrieden. Demokratie ist ja bekanntlich die Herrschaft des Volkes über sich selber. Und das deutsche Volk hat einfach keine Lust mehr, sich zu beherrschen. Ach was, Lust, gar nicht die Fähigkeit. Dann schauen Sie sich das Nachmittagsprogramm im Fernsehen an. Sitzen da Leute, die aussehen, als könnten sie sich beherrschen? Ronny, 27, ich hab's mit meiner Stiefmutter getrieben. Nadine, 30, ich auch. Steffi, 18, ich bin die Stiefmutter. Ja, Sie lachen. Das ist der Souverän. Und die sollen sich jetzt zum Beispiel mit der Gesundheitsreform auseinandersetzen. Hier Ronny, Nadine und Steffi.
da der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Dazwischen klafft ein kilometertiefer Abgrund. Und in dem werden die Wahlurnen bestattet. Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, das können 2/3 der Bevölkerung nicht mal aussprechen. Dazu kommen Komplexpauschalen, Naturalrabatte, Analogpräparate in Festbetragsgruppen, Disease Management. Sicher, Sie schauen so staatsbürgerlich. Wissen Sie, was die Out-Idem-Regelung ist? Sehen Sie, und sowas wie Sie darf wählen. Und das ist noch nicht alles, Sie sind Kabarettbesucher, das heißt, Sie gehören zu den intelligentesten 2% der Bevölkerung. Die meisten Politiker haben noch nie eine Kabarettbühne von Ihnen gesehen. Wenn man da den Rückschluss auf die Intelligenz zieht, dann heißt das, bei der Gesundheitsreform hat sich das geistige Prekariat geeinigt, ohne zu wissen, worüber sie überhaupt gestritten haben. Es waren ja angeblich die größten deutschen Gesundheitsexperten beteiligt bei diesem Kompromiss. Kurt Beck zum Beispiel. Ausgewiesener Gesundheitspolitiker. Ja, wahrscheinlich hat Angela Merkel irgendwo fälschlich gehört, dass aus der Kurpfalz kommt. Er dachte sich, ja. Gut, das muss man fairerweise sagen. Der Mann war immerhin SPD-Vorsitzender. Das heißt, er weiß zumindest, was Disease Management bedeutet. Und der hat zusammen mit der Kanzlerin den Gesundheitskompromiss verkündet, obwohl er gar kein Mitglied der Bundesregierung ist. Kein Mensch hat den dorthin gewählt. Wenn der Kabinett hört, dann denkt er an Riesling. Ja. Aber die Ministerpräsidenten, die sind es ja, die regieren Deutschland mittlerweile. Angela Merkel ist ja nur noch die Zugefrau von Wulf Beckstein-Oettinger. Ja, die darf ein bisschen im Haushalt helfen. Klinken putzen, fürs gemachte Bett sorgen. Aber das auch alles. Abstauben tun sie selber. Und einen Koch haben sie auch. Also noch. Ja, da ändert sich ja momentan sehr viel in der Personalstruktur der deutschen Politik. Das hat bei uns in Bayern angefangen. Ja, wir hatten ja in Bayern im Oktober unser Osterwochenende. Die Leiden Stoiberi sind zu Ende gegangen. Also die CSU hat ja vor seinem Rücktritt monatelang Passionsspiele aufgeführt, als hätte sich Schlingensief nach Oberammergau geputscht. Ach was, Passionsspiele, die halbe Bibel haben sie geplündert. Von zahllosen Judassen über ein illegitimes Neugeborenes bis hin zur Hure Babylon in Latex, es war alles drin. Und Ochs und Esel, die bislang nur zuschauen durften, sind jetzt Parteichef und Ministerpräsident. Ja. Aber er hat ja sehr gelitten, Edmund Stoiber. Ja, die Süddeutsche Zeitung hat am Tag nach Stoibers Rücktritt Folgendes geschrieben. Erschöpft sieht Edmund Stoiber aus. Blass, gealtert, abwesend. Seine Haltung ist nicht so kerzengerade wie sonst, sondern leicht gebeugt. Seine Augen glänzen feucht. Nur mit Mühe kann er die Tränen unterdrücken. Ja, so sieht es aus, wenn in Deutschland jemand plötzlich merkt, ab jetzt bekommt er Rente. Gut, es ist nicht ganz richtig. Es hat sich ja dann gleich ein Job für Edmund Stoiber gefunden. In Brüssel. Ja, das ist ja auch so ein neuer Trend in Deutschland. Wenn es in Deutschland nicht mehr läuft, ab in die EU. Roland Koch zum Beispiel haben sie jetzt auch für ein Amt in Brüssel vorgeschlagen, wenn die Geschäftsführung in Hessen beendet ist. Gut, beim Koch ist es nicht ganz so leicht wie bei Stoiber. Der Koch ist ja stinksauer auf die EU, wegen der Apfelwein-Affäre. Haben Sie das mitbekommen? Wollte die EU doch tatsächlich den Namen des hessischen Nationalgetränks schänden. Wein sei nur, was aus Trauben hergestellt werde, meinte die EU-Agrarkommissarin Marianne Fischer-Böhl. Also wenn ich mir da manchen Amselfelder so anschaue, ich wäre mir nicht so sicher. Gut, die Frau ist aus Dänemark. Wer sich dort eine Flasche Wein leisten will, muss eine Hypothek aufnehmen. Ja, aber sie sind immer diese Dänen. Ja. Wenn es darum geht, Fanatiker zu ärgern, sind sie da. Erst haben sie mit ein paar Prophetenskizzen das halbe Morgenland auf die Palme gebracht. Jetzt brannten die Flaggen in Frankfurt. Und dabei hat sie es doch nur gut gemeint, Frau Fischer-Böhl. Die Bezeichnung Wein
könnte bei Außerhessischen zu Verwechslungen führen, hat sie gesagt. Ja, es ist ja nicht auszudenken, was passiert, wenn ein französischer Sommelier zum ersten Mal Ebelwoi verkostet. Oder wie er sagen würde, Ebelwoi. Ja, der erwartet eine mineralisch-fruchtige Gaumenexplosion irgendwo zwischen Sancerre und Puy-Fumé. Und dann kommt so eine Erbachhofer Sauerplarre. pH-Wert 1,2. Das ätzt ihm die Mundflora bis auf den Knochen durch. Ja. Und eben das wollte Frau Fischer-Böhl verhindern. Bleibt natürlich die Frage, Apfelwein okay. Aber was ist dann mit Leberkäse? Ja, man stellt sich mal vor, die Maître Fromager Affineur, die statt Roquefort Schlachterpfähle auf die Zunge kriegen. Wie sieht's aus mit Palatschinken? Dampfnudeln? Reinigungsmilch? Ja. Hundekuchen? Bei uns in Franken gibt's blaue Zipfel. Wenn es nach der EU ginge, dann dürfte die Bezeichnung künftig nur noch für ein Hämatom im Genitalbereich verwendet werden. Ja. Aber dadurch, dass der Wechsel von Roland Koch nach Brüssel noch nicht feststand, hatte er in der Apfelweinaffäre natürlich ein einmaliges Druckmittel an der Hand. Der hat einfach gesagt, Apfelwein darf weiterhin Apfelwein heißen. Oder ich komme. Das hätten sich die Väter der europäischen Gemeinschaft auch nicht träumen lassen, dass die EU irgendwann mal zu einem Endlager für gescheiterte deutsche Landeschefs verkommt. So eine Art Ministerpräsidenten-Gorleben. Es ist natürlich auch ein Problem. Was macht man mit denen nach ihrer Amtszeit? Ist ja nicht jeder so konsequent wie Barschel. Erwin Teufel hat studiert. Heide Simonis schmeißt einem das Tangobein in die Bildröhre. Oskar Lafontaine, der war auch mal Ministerpräsident. Wenn man ihn sich jetzt anschaut, also da ist es einem doch lieber, die verschwinden in irgendeiner Brüsseler Kommission. Da können sie keinen Schaden anrichten. Und man hat auch noch nie von jemandem gehört, der zurückgekommen ist. Gut, für Koch hätte ich eine bessere Idee. Der soll nicht nach Brüssel. Der sollte nach Liechtenstein. Als brutalstmöglicher Aufklärer. Der findet die Gelder, die Quittungen hat er ja noch. Ja, ich wusste gar nicht, dass die SPD noch so viele Mitglieder hat. Ja, aber es ist wirklich, der Zustand der deutschen Politik ist desolat. Sie sollen alle nach Brüssel abhauen. Oder sie sollten mal in die USA gucken. Da kommt jetzt Barack Obama. Ich bin mir sicher, der Mann wird Präsident. Ich traue dem alles zu. Na, der ist farbig, hat einen arabischen Vornamen, einen Kenianer zum Vater, ist zum Teil in Indonesien aufgewachsen, wo er eine muslimische Schule besucht hat. Es gleicht einem Wunder, dass er überhaupt an Guantanamo vorbeigekommen ist. Es wundert mich ja, dass Obama überhaupt Präsident werden möchte. Bei dem, was ihm George W. Bush hinterlässt. Irak, Afghanistan, jetzt Georgien, die Wirtschaft schwächelt, Bankenkrise, Immobilienkrise. Vom Image der Amerikaner im Ausland mal ganz zu schweigen. Also allein auf der deutschen Beliebtheitsskala rangieren die USA mittlerweile irgendwo zwischen einem Kinderpornoring und der Telekom. Und der Obama, der ist ja erst 47, der hat noch was vor sich im Leben. John McCain ist 25 Jahre älter. Bei dem sagt man, gut, ob der jetzt dement wird oder US-Präsident. Aber bis Januar dauert es noch mit George W. Bush. Aber es wird wirklich Zeit. Es läuft ja auch nicht gut für ihn. Kampf gegen den internationalen Terrorismus, Atomstreit mit dem Iran. Haben Sie es übrigens mitgekriegt? Jetzt hat kürzlich der iranische Staatspräsident Mahmoud Ahmadinejad George W. Bush zum Fernsehduell herausgefordert. Das hat der tatsächlich gesagt. Er will ein Fernsehduell. Stellen Sie sich die Sendung mal vor. Ein geistesgestörter Fundamentalist,
diskutiert mit einem iranischen Schiiten. Ja, und von Bush kommt ja auch diese Sicherheitshysterie bei den Amerikanern. Die Amerikaner sind ja das ängstlichste Volk des Universums. Ja, der durchschnittliche US-Bürger, der wird schon mit Verfolgungswahn geboren. Ja, der kommt auf die Welt, dann dreht er sich um, schießt auf die Nachgeburt. Ja, die haben Angst vor allem. Sie müssen sich die Statistiken anschauen. Auf Platz 1 der Angst-Hitliste in den USA ist Zucker. Auf 2 Fett, auf 3 Alkohol und auf 4 der Rest der Welt. Und davor müssen sie sich natürlich schützen. Aus amerikanischer Perspektive sind wir Europäer. Wir sind ja vollkommen lebensmüde. Unsere Südländer essen Süßigkeiten, mit denen man Möbel verkleben könnte. Bei den Slawen gibt es als einzige Beilage zum Fleisch. Fleisch. Von England bis Russland wird gesoffen, bis die Lebern wimmern. Und alle Grenzen sind offen. Stimmt. Aber wer hat Übergewicht, einen Alki als Präsidenten und kein World Trade Center mehr? Die Amerikaner. Und deshalb müssen sie sich schützen. Haben sie diese Sicherheitshysterie. Und die exportieren sie natürlich auch nach Europa. Und das funktioniert. Also ich bin ja aus Bayern, bei uns ist es ja ganz schlimm mit der Sicherheitshysterie. Al-Qaida hat in Bayern zugeschlagen. Ja, sie haben zum ersten Mal Biowaffen eingesetzt. Dönerfleisch. Ja, und da war natürlich Panik. Günther Beckstein hat dann gleich gewarnt vor der Haxe des Bösen. Ja. Und ich muss ja schon sagen, also ich habe die Aufregung nicht verstanden. Was ist denn passiert? Mehrere Firmen haben Fleisch mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum billig aufgekauft, gelagert und dann nach Jahren im Kühlhaus umverpackt, umetikettiert und wieder in Umlauf gebracht. Das Gleiche macht jede ordentliche Hausfrau mit geschenkten Pralinen auch. Ja, ich schaue in wissende Augen, ja? Auspacken, warten, einpacken, weiter verschenken. In wie vielen deutschen Kellern lagert Nougat, über das schon die Gestapo gestolpert ist? Ja, Konfektschachteln sind die Zeugen der Jahrhunderte. Ich meine, ich kenne es ja von mir selber. Hab bei mir zu Hause auch Pralinen vom Westfälischen Frieden. Petersburger Blutsonntag, Wiener Kongress, es ist alles da. Es gibt nur ein einziges Produkt, das in Deutschland länger aufgehoben wird als Pralinen. Richtig, Medikamente. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Gegen den Arzneimittelschrank meiner Großmutter war Seveso ein Kinderspielplatz. Das habe ich schon als 5-Jähriger kapiert. Bei Oma. Niemals Symptome zeigen. Einmal habe ich aus Versehen gehustet. Matthias, was hast denn du da? Geh mal her, geh mal her. Bist du erkältet? Ich hab da prima Tropfen. Dann hat sie so ein Tonfläschchen aus ihrem Arzneimittelschrank geholt. Mit ägyptischen Buchstaben drauf. 3 Tropfen für Osiris, 2 für Isis, 3 für Horus. Gut, was soll ich sagen? Ich hab nicht mehr gehustet. Musste mich ein bisschen hinlegen wegen des Komas. Aber der Husten war wie weggeblasen. Aber mal ganz ehrlich, das gibt's doch in jeder Familie, oder? Die ganz Gewissenhaften schauen einmal im Jahr aufs Verfallsdatum. Oma, diese Augensalbe ist 1969 abgelaufen. Ach geh, das ist doch nur ein Richtwert. Aber um jetzt auf diesen Gammelfleischskandal zurückzukommen, sagen Sie, kommt Ihnen das nicht auch komisch vor? Da kriegen Gastwirte Fleisch geliefert, das schillert, Falten wirft und riecht wie Bin Laden nach 5 Jahren in der Höhle. Und die haben nie was gemerkt. Und der Gast, der den Sauerbraten verzehrt hat, auch nicht. Ganz zu schweigen von den Kontrolleuren. 7 Jahre Veterinärmedizin studiert und können Koteletts nicht von Kompost unterscheiden. Nein, wir haben einfach ein unendliches Vertrauen in die Lebensmittelindustrie. Ist ja nicht nur bei Fleisch, sondern bei allen Produkten. Fisch zum Beispiel, Tiefkühlkost. Auf tiefgekühlte Fischfilets kann man alle möglichen Etiketten kleben, ohne dass es einer merkt. Also ein panierter Kabeljau geht lässig auch als Putenschnitzel durch. Das Putenschnitzel wiederum als gebackener Camembert. Den kann man auch als gefrorenen Apfelpfannkuchen verkaufen. Wenn man es in Streifen schneidet, hat man Pommes. In Ringe Tintenfisch. Ich sage Ihnen, es gibt Kantinen, da gibt es seit Jahrzehnten nichts anderes als Kabeljau.
Es heißt immer nur anders. Oder beim Grünzeug, da haben wir auch permanent Skandale wegen Pestizidrückständen in Obst und Gemüse. Was für eine böse Überraschung. Pestizidrückstände. Also ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal in einem spanischen Gewächshaus waren. Die Tomaten, die dort wachsen, können nur in einer Atmosphäre von chlorierten Kohlenwasserstoffen überhaupt überleben. Wer beim Pflücken keine Atemmaske trägt, ist innerhalb von einer halben Stunde tot. Und jetzt ist dieses Gemüse belastet. Was machen wir uns überhaupt verrückt wegen Pestiziden? Die Technologie ist mittlerweile viel weiter. In Biotech-Firmen wird heute darüber diskutiert, ob man Zucchini mit Genen von Fledermäusen anreichert oder eine Kartoffel züchtet, die eine SMS schickt, wenn sie reif ist. Ja. Und wir machen uns verrückt wegen Pestiziden. Nein, das Natürlichste an dem Obst und Gemüse, das Sie heute im Supermarkt kaufen können, das sind doch die Pestizide. Jetzt nehmen Sie zum Beispiel mal so einen handelsüblichen Apfel. Da ist ganz außen erstmal eine Schicht Duftstoffe. Dann Glanzmittel, dann eine Schicht künstliches Wachs, dann die genveränderte Schale, die keine Würmer durchlässt, und innen drin ist Kabeljau. Es gibt übrigens ein ganz einfaches Mittel gegen jede Lebensmittelschweinerei. Alkohol. Ja, die Briten machen es vor. Haben Sie schon mal ein englisches Gericht gegessen? Ohne Alkohol stirbt man daran. Ja. Aber mit Alkohol hat man am nächsten Tag Kreuzfeld-Jakob und eine hässliche Freundin. Ja. Ja, aber die Panik im Land wird immer größer. Wir müssen uns vor allem Möglichen schützen, natürlich auch vor den bösen Ausländern. Mit fiesen Einbürgerungstests, 33 Fragen über Deutschland. Ich habe mir jetzt mal einen kommen lassen, so einen Einbürgerungstest. Und da wird dann zum Beispiel gefragt, was gelang dem deutschen Wissenschaftler Otto Hahn 1938 zum ersten Mal? A, die Einschreibung an der Uni. B, die Herstellung von Hahn-Saarplast. C, die Besetzung des Sudetenlandes. Weiß jemand von Ihnen A, B oder C? Nichts davon, richtig. Wir wollen ja nicht, dass der Mullah eingebürgert wird. Nein, kleiner Scherz, nein. Nein, ein kleiner Scherz. Die richtige Antwort steht natürlich auch zur Verfügung. Es ist D, die Kernspaltung von Uran. Ich würde sagen, bei einem iranischen Asylbewerber wird man mit der Frage nicht allzu viel erreichen. Und die Idee zu diesen Einbürgerungstests, die stammt ursprünglich vom hessischen Innenminister. Volker Bouffier. Bouffier. Das ist ja auch ein urdeutscher Name. Und dieser Hugenottenzausel überwacht jetzt die Reinheit des Germanenblutes. Das würde mich ja schon mal interessieren, was seine Familie gesagt hätte, 1572. Als sie in der Bartholomäusnacht von Frankreich nach Deutschland geflohen sind. Dann haben sie tausende von mordbrennenden Katholiken auf den Fersen, kommen an die deutsche Grenze und dann meint der Zöllner, Moment, wer hat den Buchdruck erfunden? Bitte, Monsieur, wir müssen über die Grenze, wer hat ihn getötet? Erst die 33 Fragen beantworten. Also, was gelang dem deutschen Schlachtenbummler Hermann dem Karusker im Jahr 9 zum ersten Mal? A, die Einschreibung an der Uni. B, die Herstellung eines Römertopfes. C, die Besetzung des Sudetenlands. Ich bitte Sie, Monsieur, bitte. Hessen hätte heute keinen Innenminister. Ja, aber da machen die eine Panik. Wir brauchen Zuwanderung. Die Deutschen sterben aus. Na, da wird ja so eine Panik. Aber die Deutschen, ich finde es persönlich übrigens gar nicht so schlimm. Na, bei der Überalterung, da geht es ja um das reale Alter. Aber viel wichtiger ist doch das Gefühlte. Und da sieht es für uns Deutsche gar nicht schlecht aus. Ja, 72% der Deutschen geben an, sie fühlten sich jünger, als sie tatsächlich sind. Und zwar viel jünger. Gut, das kann man nachvollziehen. Man muss ja nur mal draußen auf den Straßen umschauen. 50-jährige Männer,
entdecken plötzlich das Radfahren für sich. Mit unabsehbaren ästhetischen Konsequenzen. Ja, Sie kennen die tragen immer diese knallengen T-Shirts. Da steht hier immer Telekom und drunter wölbt sich diese Leibesfülle. Das ist immer so verzerrt, ich lese da immer Petersdom. Ja. Ja, aber alle fühlen sich jünger. Frauen in den Wechseljahren verschlingen Harry Potter. In den Altenheimen wird Babybrei verfüttert. Oder unsere Universitäten. Heimgesucht von einer biblischen Plage. Wild um sich studierende Senioren. Überall. Der Schrecken jeder Geschichtsvorlesung. Ich hab Metternich noch persönlich gekannt. Da sind zum Teil Latein-Muttersprachler drunter. Und die sind ja wirklich überall. Ich war jetzt kürzlich bei mir zu Hause an der Uni-Bibliothek, weil ich da ab und zu mal was nachschaue. Geh auf die Toilette. Und was soll ich sagen, dieses Uniklo sieht natürlich aus wie jedes Uniklo in der ganzen Republik. Ist alles von oben bis unten beschmiert. Und direkt über dem Pissoir war ganz groß hingekritzelt: Ich hab Susanne gefickt. Aber in Sütterlin. Sie sind wirklich überall. Außerdem studieren sie natürlich viel schneller als die Jungen. Naja, dem Langzeitstudium ist eine gewisse biologische Grenze gesetzt. Und das verhunzt natürlich die Statistiken. Die Regelstudienzeit für Germanistik zum Beispiel ist in Bayern mittlerweile bei 8 Semestern angekommen. 8 Semester Regelstudienzeit. Hören Sie mal, als ich Germanistik studiert habe, da hatte man nach 8 Semestern gerade mal rausgefunden, welcher Bus zur Uni fährt. Mal, wir hatten schon auch Senioren im Studium, aber die waren im 123. Semester. Haben sich gerade auf die Zwischenprüfung vorbereitet. Aber diese 19 Melitonen, die machen innerhalb von 2 Jahren den Abschluss. Haben sie einen Magister in Philosophie? Frage ich mich auch, ja, was macht man mit 83 mit einem Magister in Philosophie? Muss man sich mit dem Taxischein danach ganz schön beeilen? Und die studieren ja nicht nur, jetzt haben sich die ersten Alten zu sogenannten Senioren-WGs zusammengeschlossen. In München gibt es das jetzt, in Münster. Und da muss ich sagen, also das kann ich mir für meinen persönlichen Lebensabend auch ganz gut vorstellen. Mit 3 anderen kiffenden Opas in so einer Wohnküche hocken und Pläne für die Vergangenheit schmieden. Klingt doch nach einer fantastischen Zukunft, oder? So macht Aussterben Spaß. Ja, ich weiß ja, wie es ist, in einem Landstrich ohne Bevölkerung zu wohnen. Ich bin nach Ostdeutschland gezogen, nach Leipzig vor 1,5 Jahren. Ja, so reagieren die Leute dort auch immer. Ja, ich erzähle denen immer, ich habe rüber gemacht. Ich habe es in Franken einfach nicht mehr ausgehalten. Die CSU, die Bratwürste. Wisst ihr, wenn man ein Leben lang umgeben ist von Parteifunktionären und Schwein in Naturdarm, irgendwann kann man die nicht mehr auseinanderhalten. Gut, und wenn man so wie ich von Würzburg einfach so in die neuen Länder zieht, da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Osten und dem Süden? Ja, ich sehe es an meiner Freundin, die kommt ursprünglich aus Leipzig. Sie hat zwar 15 Jahre in Würzburg gelebt, aber da war immer dieses Konfliktpotenzial zwischen uns. Sie ist aufgewachsen unter Honecker, ich unter Helmut Kohl. Also vom Gewichtsunterschied mal ganz abgesehen. Ja, der eine war ein reformunfähiger Despot einer erstarrten Partei in einem kaputten System, der andere ein SEDler. Hier gab es Freischwimmer, dort Thälmann-Abzeichen. Und wenn man wie ich aus Bayern kommt, dann ist der Unterschied natürlich noch viel krasser.
Während sie beim Morgenappell Pionierlieder in die rote Nelke geträllert hat, haben wir mit Laudato Si gegen die Onanie angesungen. Dort FDJ, bei uns FJS. Sagt Ihnen was, oder? FJS? Das ist der Name unseres Heilands in Bayern. Immer wenn ein Bayer irgendwo FJS gesehen hat, hat er reflexhaft ein Kreuz gemacht. Gut, ich gewöhne mich langsam ein in Leipzig. Es ist auch relativ einfach, die Leute machen es einem wirklich leicht, sind sehr freundlich. Ich glaube zum Beispiel, die Kassiererinnen im Supermarkt, die haben alle eine Beamtenausbildung. Ich habe kürzlich Klopapier geholt, sagt die Frau an der Kasse zu mir, befinden Sie sich im Besitz einer Kundenkarte? Entschuldigung, ich komme aus Franken. Ja, wenn man bei uns an die Kasse geht, da heißt das Karte! Ich habe dann gesagt, nee, ich habe keine, tut mir leid. Da starrt die mich mit blitzenden Augen an. Ne, leugnen Sie doch nicht, das hat doch keinen Sinn. So muss so ein Flashback zu Ihrem früheren Job gewesen sein. Ich weiß. Ja, und man muss natürlich auch über den Dialekt, man muss es ansprechen. Der Dialekt fällt mir immer ganz besonders auf, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin. Wenn Sie viel Zug fahren, dann wird Ihnen das ja auch schon bewusst geworden sein. Also die Angestellten der Deutschen Bahn, die müssen ja jetzt alle Englisch sprechen. Und ich bin vorgestern erst wieder in den Hauptbahnhof von Leipzig eingefahren. Ich weiß nicht, ob Sie sich das linguistische Desaster vorstellen können. Sachsen sind ja einer der ganz wenigen Volksstämme, die ihren Dialekt mit in die Fremdsprache nehmen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Leipzig. In our pub bistro we serve you boiler. Gut, bei uns in Würzburg klingt das jetzt auch nicht besser. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Würzburg. Ja. Das Dumme ist nur, ich habe bald eine Mischung aus beiden. In our pub bistro we serve you Bratwurst. Ja. Und mit dieser sprachlichen Ausstattung soll ich in Zukunft Kabarett machen. Wenn Sie mal wieder zu mir ins Programm kommen, denken Sie vorher dran. Bis dann. Thank you.